Tag erstmal von meiner Seite, wollte ich wünschen. Und ich werde Ihnen heute über den Modernisierungsstau bei Großfeuerungen, das heißt also für Dampfkessel und Wärmeerzeugungsanlagen von 100 bis 36 Megawatt, kurz erläutern. Ganz kurz der BDH. Sie sehen hier die verschiedenen Produktbereiche auf der linken Seite. Ein Thema für mich ist eben die Feuerungstechnik bis 36 Megawatt, der Sie ganz unten aufgezeigt sehen. Wir sind im Moment 102 Unternehmen, die sich im BDH assoziieren, zusätzlich zwei Verbände. Und wir haben in Deutschland oder decken in Deutschland einen Marktanteil von 90% ab. Europäisch decken die deutschen Unternehmen ungefähr 60% ab. Der Umsatz ist ungefähr 13 Milliarden Euro weltweit und die Beschäftigten sind ungefähr 67.400. Ein Hinweis noch auf die F&E-Investitionen, die jedes Jahr von unseren Mitgliedern gemacht werden. Das sind über 500 Millionen Euro, die die Firmen in die Entwicklung investieren. Wir haben uns in der Fachabteilung Feuerungstechnik, die ich betreue beim BDH, mal Gedanken darüber gemacht, nicht nur die häuslichen Energieerzeuger verbrauchen Energie, sondern eben auch die großen Feuerungssysteme, die wir einsetzen. Der Endenergieverbrauch, der jetzt hier dargestellt ist für das Jahr 2006 und die Analogie zur EU ist da sicherlich vorhanden, sehen Sie, dass im Gebäudebereich ungefähr 40% verbraucht werden. Das ist ja auch immer die berühmte Zahl, die hier überall genannt wird. Dabei werden einzelne Bereiche für die Raumwärme, Warmwasser und so weiter unterteilt. Aber eben auch der industrielle Anwendungsbereich wird mit hohen Energieverbräuchen dargestellt. Wir haben nun festgestellt, dass auch in dem industriellen Bereich die Wärmeerzeugung nicht dem Stand der Technik entspricht. Wir haben dann versucht, mal herauszufinden, wie viele Anlagen vorhanden sind, die wir dann gegebenenfalls als nicht dem Stand der Technik beurteilen können. Sie sehen hier das Diagramm für den häuslichen Bereich, aber nach unseren Schätzungen ist das 1:1 übertragbar auch für den größeren Leistungsbereich. Hier ein paar Beispiele, wo die Großfeuerungen eingesetzt werden. Sie sehen auf der linkeren oben Seite eine Reihe von Dampfkesseln, die mit Brennern bis zu 20 Megawatt versorgt werden. In Kaskade geschaltet werden solche Systeme zum Beispiel in China, in Peking eingesetzt, aber eben auch andere Bereiche wie auf der rechten Seite, jetzt ist das ein bisschen klein, Sie sehen es wahrscheinlich besser, in der Nahrungsmittelerzeugung, den Verkehrsmittel, auch hier bei Schiffen, die LPG, also Flüssiggas transportieren, dehnt sich das Flüssiggas aus und die ausdehnenden Gase müssen entsorgt werden. Das wird meistens durch Abfackeln oder erledigt. Dann Sie sehen hier unten Papierindustrie, ein großer Anwendungsbereich. Oder aber die anderen Einsatzbereiche, die Sie hier in der chemischen Industrie und so weiter sehen. Textilindustrie natürlich, Müllentsorgung und so weiter. Hier auch nochmal aufgeschlüsselt die einzelnen Bereiche, Abfallverwertung, chemische Industrie, Nahrungsmittel. Ich glaube, ich brauche das nicht alles aufzählen. Es sind viele, viele Bereiche, die jetzt von größeren Feuerungssystemen bedient werden. Wie schon erwähnt, besteht nach unseren Erkenntnissen auch ein Modernisierungsstau in diesem größeren Leistungsbereich bei der Wärme- und Dampferzeugung.
und durch den aktuellen Stand der Technik könnten sehr hohe Einsparpotenziale einerseits der Brennstoffe, andererseits aber auch natürlich der CO2-Emissionen erzielt werden und dann auch natürlich den Minderungszielen, die sich die Bundesregierung oder Brüssel vorgegeben haben, umzusetzen. Welche Eckdaten hat es nun gegeben? Bei unserer Recherche haben wir festgestellt, mit eigenen statistischen Daten aus unseren Abteilungen, zusammen mit dem TÜV, weil solche Anlagen immer abgenommen werden müssen und damit zulassungspflichtig sind, aber auch durch die Statistik des Schornsteinfegerhandwerkes, weil eben diese Anlagen bis 10 Megawatt auch alle überprüfungspflichtig sind durch das Schornsteinfegerhandwerk, haben wir festgestellt, dass ca. 300.000 Anlagen in Deutschland verfügbar sind. Davon sind 80% der Anlagen älter als 10 Jahre und entsprechen nach unserer Meinung nicht mehr dem Stand der Technik, weil in den letzten 10 Jahren sich gerade im Bereich der Feuerungstechnik sehr, sehr viel getan hat. Summa summarum sind somit 250.000 Anlagen nicht dem Stand der Technik entsprechend. Und wir haben dann berechnet mit verschiedenen Leistungsprofilen, weil ein Dampfkessel wird anders betrieben wie eine häusliche Anlage, im industriellen Bereich teilweise mit 100% Nennlast betrieben, im anderen Bereich eben modulierend betrieben. Aber wir haben eben herausgefunden, dass im Beheizungsbereich ca. 220.000 Anlagen vorhanden sind, im Dampfkesselbereich 16.000 Anlagen und in der Verfahrenstechnik ungefähr auch die gleiche Anzahl. Hier hinten immer aufgeführt, in welchem Leistungsbereich, summa summarum eben diese 250.000 Anlagen. Ich erläutere das deswegen, weil eben die Leistungsprofile in diesen Anlagen deutlich unterschiedlich sind und die haben wir bei unserer Energiekalkulation mit einbezogen. Die Ergebnisse sind nun: an Heizöl, also reine Heizölanlagen oder Dual-Fuel-Anlagen, also Zweistoffanlagen, wo auch teilweise Heizöl nur als Notbrennstoff vorhanden ist, haben wir ausgerechnet, dass 810.000 Tonnen per anno durch moderne Anlagen eingespart werden können. Was bedeutet das? Ich habe das mal versucht darzustellen mit einer Lastwagenkolonne. Es sind nämlich ca. 37.500 Lastwagen, die diese 810.000 Tonnen transportieren müssen. Ein Lastwagen hat ungefähr 25.000 Liter geladen normal. Und das entspricht ungefähr von hier, der Messe Frankfurt, bis zum Berliner Reichstag. Also ein Lastwagen hintereinander, nur um mal optisch darzustellen, wie viel Heizöl gespart werden könnte. Das Gleiche haben wir ausgerechnet für das Erdgas. Das sind 4,4 Milliarden Kubikmeter, die eingespart werden können. Da ich aus Stuttgart komme, wie man vielleicht hört, am Gottlieb-Daimler-Stadion gibt es diesen Gasometer in Stuttgart und der ist fast ungefähr 300.000 Kubikmeter. Und man müsste ihn dann übereinander gestapelt ergeben, dass 1500 Kilometer nur an Gasometern, das ist die Einsparmenge, die man haben könnte. Als CO2-Emissionen haben wir ausgerechnet, dass das 16,3 Millionen Tonnen sind und die NOx-Emissionen sind knapp 35.000 Tonnen, die man einsparen könnte. Da die Einsparung der Leistung auch einhergeht mit der Reduktion an elektrischer Leistungsaufnahme, weil man andere Motoren, effizientere Motoren einsetzen kann, kann man ungefähr 400 Megawatt Leistung einsparen. Das ist ein ganzer Kraftwerksblock. Hier in der Nähe ist gerade dieses Kraftwerk Staudinger, Großkrotzenberg am Main und ein Block könnte da problemlos abgeschaltet werden, wohlgemerkt immer nur durch Austausch der Anlagen auf den Stand der Technik.
die Heizungsleistung ist immer noch dieselbe. Die Bedeutung dieser Einsparmengen sind, das ist ungefähr 3,3% des gesamten Heizölverbrauches in Deutschland, des Erdgasverbrauchs 4,6%, jeweils bezogen auf das Jahr 2008. Endenergieeinsparungen sind 175.000 Pentajoule. Das ist eine Zahl, die sagt einem so im ersten Moment nichts, aber das ist insgesamt gerechnet 2% der gesamten Energie, die in Deutschland verbraucht wird. Auch die Zahl 2% ist wenig, aber Sie haben ja vorher gesehen, wie viel Lastwagen an Öl bzw. wie viel Kubikmeter an Gas eingespart werden können. Im Gebäudebereich wurden seit 2006 durch massive Förderung, die ja auch hier schon mehrfach dargestellt wurde, in den Sanierungen der Gebäude, wurden ungefähr 2 Millionen Tonnen reduziert. Das heißt also, mit den vorgeschlagenen Maßnahmen, die wir jetzt hier im größeren Leistungsbereich aufzeigen, wäre das fünfmal ein so hoher Wert. 2,4 Millionen Tonnen konnten zwar durch die massive Unterstützung im Bereich der Photovoltaik eingespart werden, aber wenn man diese Gelder, die man dort investiert hätte, bei uns in die Feuerungstechnik integriert hätte, wäre das ein deutliches Mehr an Einsparpotenzial, das vorhanden gewesen wäre. Welche Maßnahmen sind es nun, die wir hier angedacht werden? Sie haben hier unten in der Halle 8 einen großen Überblick über die Möglichkeiten, diese Energieeinsparungen zu realisieren. Denn an den Brennern sind dies eben modulierende Brenner mit digitalem Feuerungsmanagement. Nahezu alle Anbieter unten in der Halle haben dies im Programm. Selbstverständlich stromsparende Brennermotoren, die eine Drehzahlregelung haben, damit die Leistung entsprechend jeweils dem Bedarf angepasst werden kann. Verbrennungsoptimierte Regelungen bis hin zur Überwachung des Restsauerstoffgehaltes im Abgas. Dadurch wird die Verbrennung deutlich besser gesteuert. Und auch die Verbrennungsluftvorwärmung, das heißt Nutzung der Wärme im Abgas zum Beispiel als Verbrennungsluftvorwärmung, bringt da ein erhebliches Mehr an Energieeffizienz. Bei den Kesseln sind das der Austausch natürlich der gesamten Feuerungsanlage. Das ist oftmals gar nicht aber möglich, weil die Kesselhäuser eine bestimmte Größe haben, die Kessel heute in das System der gesamten Anlagentechnik eingebunden sind und nicht so einfach ausgetauscht werden können. Deswegen könnte man auch nachgeschaltete Wärmetauscher, die Abgasenergie mitnutzen, aber auch die Wärmerückgewinnung der Laugen, die dort eingesetzt werden und die Kühlung entsprechend, hilft da ein ganzes großes Stück weiter. Scheinwerfer explodiert. Die Anlagensteuerung, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, denn durch die Koordination der einzelnen Feuerungssysteme, Sie haben vorher gesehen, teilweise bis zu 8, 10 Kessel in Reihe, ergeben sich erhebliche Einsparpotenziale, wenn man die Produkte bedarfsgerecht entsprechend ansteuert, aber auch dann bedarfsgerecht entsprechend auch warten kann. Wir hatten sehr intensive Gespräche auch mit dem Bundeswirtschaftsministerium, haben unsere Projektskizze dort vorgestellt und sind auf sehr großes Interesse gestoßen. Denn die Bundesregierung ist ja in jedem Fall daran interessiert, die Energieeinsparpotenziale, die vorhanden sind, zu nutzen.
Wir haben abgeschätzt, dass der Austausch der möglich der vorhandenen Anlagen ungefähr 4,2 Milliarden Euro bedeutet. Und wir haben natürlich jetzt hier kein sofortiges Förderprogramm zugesagt bekommen. Da ist irgendwas da oben explodiert. Aber nichtsdestotrotz hat uns das Wirtschaftsministerium uns den Tipp gegeben, wir sollten doch mal mit der DENA Kontakt aufnehmen. Und zusammen mit der DENA haben wir dann eine Teilkampagne gestartet, denn die DENA hat schon seit mehreren Jahren eine Kampagne Initiative Energieeffizienz, die nicht jetzt auf Feuerungstechnik alleine ausgerichtet ist, sondern eben alle Möglichkeiten der Energieeffizienz für kommerzielle Betreiber aussteuert. Die KfW hat uns auch mögliche Fördermaßnahmen durch gezielte Kreditvergaben zugesichert und es gibt auch entsprechende Programme, die abgerufen werden können. Sie haben hier die Möglichkeit, eine Broschüre zu bekommen, die jetzt hier aufbauend auf diese gesamte DENA Energieeffizienzinitiative aufbaut und aufzeigt, welche Möglichkeiten in den einzelnen Prozesswärmetechniken vorhanden sind. Die Broschüre ist, wie gesagt, vorne ausgelegt. Sie können die mitnehmen. Und dort werden die ganzen Fakten, die ich hier gerade beschrieben habe, beziehungsweise die Techniken auch entsprechend dargestellt, und zwar an repräsentativen Beispielen. Ich kann Sie nur auffordern, dort in die einen Würfel zu gehen. Dort sind die Beispiele, andere Beispiele, wie sie hier enthalten sind, auch nochmal dargestellt, welche Vorher-Nachher-Analysen wir dort dargestellt haben und welche Potenziale für die Firmen, die diese Prozesstechnik einsetzen, eben möglich machen. Wir haben auch dargestellt, welche Kapitalrenditen vorhanden sind, denn es ist ja immer eine Frage der Investition bei Firmen und der möglichen Umsetzung, wann kann ich entsprechend Geld verdienen. Oder wann trägt sich diese Investition. Dargestellt haben wir zum Beispiel ein System, das wir ausgetauscht haben durch unser Mitgliedsunternehmen bei der Firma Grundfos Pumpen. Dort haben wir im Jahr eine Reduktion an CO2-Emissionen von 479 Tonnen per anno bei einer Kapitalrendite von 20%. Gleiches eben dargestellt bei der Bayerischen Staatsbrauerei Weihenstephan. Sie sehen die unterschiedlichen Einsatzgebiete. 2.200 Tonnen per anno und bei einer Kapitalrendite von 199% zu 169%. Die 169% sind vor allem im elektrischen Anlagenbereich vorhanden gewesen. Dann die Firma Pulcra Chemicals, dort haben wir auch das Potenzial ausgerechnet von 1.170 Tonnen, Kapitalrendite 24%. Oder die Firma Rital, dort haben wir auch 1.300 Tonnen eingespart bei 44%. Also Sie sehen, die Kapitalrenditen und die Einsparpotenziale sind sehr unterschiedlich. Immer dem geschuldet, was hat die Firma schon vorher eingesetzt. Ist es eine sehr alte Anlage, ist es eine neuere Anlage, welche Optimierungsmöglichkeiten vorhanden sind. Diese müssen immer sehr fein abgestimmt werden. Auch diese anderen Beispiele, einmal die Fruchtsafterzeugung oder Fruchtsiruperzeugung, dann bei der reinen Mineralwassererzeugung, ein Krankenhaus haben wir dargestellt, Textil bei der Wiese GmbH und last not least auch das Beispiel der Dortmunder Westfalenhalle, die einen großen Leistungsbedarf haben an Wärme und Lüftung. Und auch dort haben wir die entsprechenden Dinge ausgerechnet, Vorher-Nachher-Rechnung. Hier nochmal die Zusammenfassung
der sogenannten Best-Practice-Beispiele auf einen Blick. Das sind alles wirklich nur Beispiele, die könnten beliebig ergänzt werden. Das Problem für uns war nur, dass also hier die Vorher-Nachher-Rechnung vorhanden sein muss und dezidiert aufgelistet sein wollten, weil wir wollten ja wirklich darstellen und nachweisbar darstellen, welche Möglichkeiten vorhanden sind. Das Fazit, das wir jetzt ziehen, wir könnten, wenn wir es denn nutzen würden, ungefähr 12-13% des gesamten Primärenergieverbrauchs in Deutschland einsparen, wenn die Anlagen abgedatet werden würden oder getauscht werden würden. Das heißt, fast wie im Wärmebereich Gebäude und Bereich auch im industriellen Bereich 40%. Das Minderungspotenzial wäre noch zu steigern, indem wir nämlich Biogase oder Bioöle einsetzen, gerade bei der Firma Agana mit der Fruchtsaftproduktion. Da wird zum Beispiel auch die Gärsubstrate wieder eingesetzt und Biogas erzeugt, das dann zur Verbrennung und zur Wärmeerzeugung wieder eingesetzt wird. Also auch hier diese Möglichkeiten bestehen und es wären weitere 120 Millionen Tonnen CO2 einsparbar. Sie sehen hier in der Klammer dargestellt die gesamte Zahl von 857 Millionen Tonnen, die in Deutschland im Jahr 2008 an CO2-Belastung vorhanden waren. Also es ist ein riesen Potenzial, was dort vorhanden ist. Wenn man jetzt hingegen lediglich vergleicht mal mit der Photovoltaik, das sind das 2,4 Millionen Tonnen, die da eingespart werden können. Also ein deutlich kleinerer Bereich mit den riesen Investitionen, die jetzt jeder Stromverbraucher hier zu bezahlen hat. Nach wie vor gilt auch der Satz, der dort dargestellt ist jetzt, dass wir diese Potenziale ausnutzen müssen und wir müssen die Quote der Modernisierung deutlich erhöhen. Ich weiß nicht, in welchem Vortrag das schon dargestellt wurde. Im häuslichen Bereich ist es nach wie vor nicht gelungen, bisher hier die Modernisierungsquote nach oben zu setzen. Auch hier müssen wir im industriellen Leistungsbereich viel mehr tun. Und als Fazit, das Ganze kann natürlich auch auf die EU übertragen werden. Die deutsche Industrie und meine Mitglieder haben natürlich ein hohes Interesse daran, dass das nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern Europas oder der Welt umgesetzt wird. Diese Informationstafeln sind draußen dargestellt, wollte ich nochmal darauf hinweisen. Und dann bedanke ich mich recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Sie Fragen haben, stehe ich gerne zur Verfügung.